Moin Moin Leute und herzlich willkommen zum dritten Eintrag. Ich weiß, dass viele Zuschauer momentan vielleicht sogar ein bisschen genervt sein könnten, dadurch, dass ich ja jeden Tag eigentlich immer nur diesen kleinen Schnipsel hier reinhaue. Und da verabschiedet sich mein Akku. Macht aber nichts. Ich bin noch ein bisschen kaputt von gestern Abend, war ein bisschen lang. Gestern online, naja gut, macht nichts. Ist auch ganz gut, dass ich ein bisschen Gras drüber wachsen konnte, weil ich glaube, ich habe gestern einer der atemberaubendsten Spieleszenen oder Momente in meiner Videospielgeschichte gehabt. Ich war in einem Teil in The Witcher 3, wo es richtig abgeht, und ich habe bis jetzt, ich meine von dem Kampfsystem, okay, ich habe jetzt sehr viel auf Angriff geskillt. Und Geralt geht ab wie ein, weiß ich nicht, wie ein Zäpfchen. Das ist der Wahnsinn, was der da abzieht. Der fuchtet da rum und da hat er noch Blutungsschaden, Waffenschaden. Dann habe ich noch die, wenn ich Adrenalinpunkte kriege, ist die Rüstung runtergesetzt von den Gegnern. Also er schlätzt da durch wie ein Dönerputze, der Typ. Aber was CD Projekt da geschafft hat, ab jetzt ist es mir klar, dass dieses Spiel definitiv in meiner Top-Liste hundertprozentig mit reinkommt. Dieses Jahr. Was mich CD Projekt da schafft, mit den Gefühlen umzugehen, was dieses Spiel da macht mit dir. Also du kannst lachen, wie ich schon lange nicht mehr ein Spiel gelacht habe. Ich stehe da mit offenem Mund da, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Das letzte Mal, wo ich so mit offenem Mund da stand, war, glaube ich, bei Last of Us. Da habe ich auch so, wow, okay. Aber bei The Witcher schafft das auch hundertprozentig. Meine Freundin war tief gerührt gestern bei der Twitch-Aufnahme. Beim Twitch war es gestern, ja. Da war sie richtig fertig, denn gestern frei und konnte quasi zugucken. Ich will euch nicht spoilern, deswegen sage ich auch nicht, was genau passiert ist. Auf jeden Fall kriegt das CD Projekt so geil hin. Und ich bin der Meinung, langsam bin ich auch durch. Das Merkwürdige ist, man sieht meinen Bart fast gar nicht, dass er wirklich wächst, weil der Bart, der kringelt sich übereinander und ist jetzt schon so eine richtige fette Masse geworden. Ich glaube, ich könnte damit echt ein Brötchen reiben, so hart ist der. Hört man das? Schlimmes Effekt auch an zu jucken, dadurch, dass sich das kringelt und dann einfach in die Haut piekst. Er muss echt lange ab, ich muss langsam fertig werden. Ich werde jetzt nochmal so 2 Stündchen streamen live. Wie immer momentan, so gegen 12 fange ich meistens an. Wir haben es jetzt kurz nach 12. Ich werde heute noch ein paar Nebenmissionen machen, vielleicht noch eine Hauptstory-Mission. Und dann ist morgen, glaube ich, der letzte Tag, denke ich mal. Und dann bin ich ja auch mit dieser Videoreihe fertig. Alle für die Leute, die denken, boah, ich habe keinen Bock mehr auf die Witcher-Kram. Diese Woche wird das quasi fertig und dann kommen auch wieder andere Videos. Ja, also einsame Spitze, ich bin jetzt im Moment angelangt, da wird es ein bisschen ruhiger. Aber jetzt sind auch, muss man Entscheidungen treffen, das ist auch so ein Moment, wo du denkst, an one time geht's, oder hast du mal Zeit, und dann gibt es halt auch Entscheidungen, wo du dich schnellstmöglich entscheiden musst. Und dann denkst du, oh scheiße, mach ich das, mach ich dies, und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, worum es dann am Ende der Story auch geht. Diese Entscheidungen können dann quasi den Wendepunkt dann am Ende noch bringen. Und ich hoffe, ich habe mich da in welchen Sachen nicht falsch entschieden. Und der Altenbacher hat mir geschrieben, ob meine Karte rechts oben, meiner Karte auch so schwer nachlädt. Also ja, also was heißt schwer nachlädt manchmal? Also er fragt mich, ob es ruckelt. Ruckeln selbst tut es nicht rechts oben, sondern wenn ich irgendwo neu hinkomme, meistens ist die Karte dann schwarz und ich habe nur halt meinen Punkt da, wo ich bin. Und dann dauert das, weiß nicht, ein paar Sekunden, dann ist die Karte halt dann da und so aufgebaut. Aber ist manchmal schon ein bisschen nervig. Aber so, dass es ruckelt, habe ich nicht gehabt. Das ist nur auf der Weltkarte selbst, weil überall Fragezeichen sind und Boote sind. Da bleibt halt immer beim Rübergehen, bleibt er dann hängen. Und ich habe mich bei Twitch auch schon beschwert, warum zum Teufel haben die das nicht mit dem Touchpad eingebaut. Das hätte auf der Karte super funktioniert. Das hätte das Inventar um einiges leichter gemacht. Das ärgert mich ein bisschen. Hätte man mir schön dieses Touchpad, dafür haben sie es ja, und die nutzen es natürlich mal wieder nicht. Okay, das soll es fast, ich denke mal, der vorletzte Eintrag gewesen sein. Dann geht es zum Ende und dann komme ich auch zu meinem Fazit. Aber ich glaube, mein Fazit wisst ihr bis jetzt schon. Außer es wird jetzt, wie fahren das denn an die Wand jetzt aus? Geht gar nicht mehr. Ich rede schon wieder um den heißen Brei herum. Ich muss aufpassen, dass ich nicht einschlafe. Ich hab's bald geschafft. Bleibt mir treu, ich bin euer Uschi. Mach's gut.